Okay, eins ist fertig. Leute, muss das sein hier? Könnt ihr hier mal... Ach, das fertig jetzt. Gehen nämlich hier hinten nur noch die Köche rein. Achso, fuck. Und die Tiere. Shit. Das habe ich vergessen. Okay. Dann machen wir das anders. Dann machen wir hier keine Tierleichen mehr, sondern machen wir die hier vorne rein. So. Hier brauchen wir noch Holz, genau. Das Lager hier ist... Ich muss das irgendwann erweitern, das ist zu klein. So. Jetzt passt das aber, oder? So, hier hat es minus 12, minus 13 Grad. Oh, warte, wer prügelt sich? Taxman und Larry herkommen. Ist schon gut, Jungs. Er ist bewusstlos. Das muss doch nicht sein. Warum? Wird sich mal einer hier... Ja. Was hat denn der? Linkes Schlüsselbein gebrochen. Wirbelsäule... Nee. Allen Ernstes? Also ich meine, Larry ist nutzlos, aber... So komplett nutzlos ist er dann auch nicht. Und dass er... Alter, wie, dem passiert jetzt was und der kann nicht mehr laufen oder so. Warte mal, was? Geh gefälligst hier pennen, Alter. Boah, ich werd wahnsinnig, ne? Es ist hart. Kann sich mal jemand um den kümmern nochmal? Shen. Shen ist da unten ganz allein übrigens. Und mit der läuft's seitdem. Das war die beste Idee aller Zeiten, ne, ganz ehrlich. Wo sind alle Leute hin? Wo gehen die gerade hin? Muffalo 2. Wir haben wieder Muffalo. Wir haben zweimal voll aus. Haben wir genug Fleisch? Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. Scheiß drauf, wir kommen, die behalten wir. Wir haben gerade noch genug Fleisch. Minus 26 Grad haben wir jetzt hier drin. Lecco mio. Okay, wir können hier definitiv wieder ein bisschen runterschrauben. Bewusstloser Kolonist, wo denn? Warum denn? Ach du Scheiße, der wurde angegriffen. Okay. So, jetzt ist die Frage, wo sind unsere ganzen... Wer war denn Arzt, verdammt, bei uns? Gil, Larry und Laxe war das. Okay, Laxe, Laxe, Laxe. Laxe kommt aber ganz zackig hier. Nee, warte mal, Reese ist schneller. Der ist weit, der ist näher dran. Wo ist denn der? Hallo? Diese verkackte Scheißherde hier, echt. Oh nein, Elena ist ja auch noch da. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, ich werde wahnsinnig, Alter. Ich könnte kotzen. Diese verfickten Hirsche, ey. So, du wirst uns mal aufzukochen. Rette mal die da hier. Oder greifen die jetzt weiter an? Ja, shit. Geh zurück, Junge, geh zurück.
Puh. Also. Okay, wir müssen dringend unsere Leute retten, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, die haben nichts Ernsthaftes abbekommen. Rechtes Auge. Boah, Prellung. Okay, Prellungen sind nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Tiger Elena, müssen wir die Waffen wiederholen. Warte ganz kurz. Töte es, töte es. Nein, 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 nein. Hier. Retten. So. Oh, wieder nur kaputte hier am Start. Aber wenigstens. Wenigstens haben wir jetzt fett Rotwild wieder. Das ist schon mal ein Vorteil. Das ist ein sehr großer Vorteil. Ach, ja. Tiger kann wieder laufen, Ella kann wieder. Das ist schön, aber denen geht's trotzdem die Sud holen, ne? Was ist mit Ramsey eigentlich? Warum pennt der? Ah, das Krebsgeschwür wieder. Okay, Lachse. Kümmer dich mal kurz um den seinen Scheiß da. So, wer ist denn schon wieder aufgestanden hier? Ich bin gerade ein wenig durcheinander, aber naja, was soll's. So, Elena läuft natürlich schon wieder, ist klar. Dann hol mal kurz erstmal dein Gewehr. So, und was ist mit Tiger? Ach du Scheiße, der geht's richtig mies. Leg dich verdammt nochmal wieder hin. Komm, wie langsam die läuft. Rechtes Schienbein. Und sie will. Natürlich, sie kann wieder laufen, aber hey, rechtes Schienbein gebrauchen, klar. So, Tiger, der kann, glaube ich, besser laufen. Der holt mal sein Präzisionsgewehr wieder. Oh, shit, dammit. Uns geht's ja mal richtig mies gerade hier. So, hoffentlich, macht Lachse auch verpisst. Alter, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Lachse schon halber am Arsch, ja. Und dann prügeln die sich noch? Oh mein Gott, das ist so lächerlich. Das ist so traurig, das ist so lächerlich. Alles auf einmal. Mm. Hunger. Elena. Ja, ist wunderbar. Übrigens, wo ist unsere ganze Medizin? Da oben, guck mal, das ganze Fleisch. Es hat keiner reingeholt, allen Ernstes. Sie schauen lieber den Wolken zu, anstatt das Fleisch reinzuholen. Ich werde wahnsinnig. Spielt Schach, verpiss dich. Ich muss gerade ein bisschen mit Nachdruck hier vorangehen, habe ich so das Gefühl. Sieht fern, Alter, das kann nicht wahr sein. Aber jetzt mal ganz schnell hier. Okay, jetzt hat einer das Fleisch rangeholt. Gut, sehr gut. Ich dachte schon, ich werde bekloppt, ne? So, hier drin haben wir minus 17, hier haben wir minus 30. Läuft. Wahrscheinlich zu viel sogar, ne? Ja, ups. Können wir minus 30 lassen. So, hier reicht minus 30 auch. Ja. Bisher ja. So, Elena, wie sieht's aus bei dir? Linkes Auge zerquetscht. Oh Mann. Das sind so Sachen, die will ich nicht sehen, ey. Wir haben eine komplette Horde hier von Verkrüppelten. Das ist echt unglaublich. Die Tür hat keinen Strom. Das macht natürlich viel Sinn, dann, dass sie da ist. Ach, komm. Dann lege ich einfach hier Stromkabel durch, ist mir jetzt auch Bums. Auch wenn das nicht so schön aussieht.
Wir haben eine Horde aus Verkrüppelten. Guck mal, hier alle kaputt. Alle am Arsch. Das ist echt hart. Es ist nicht mehr schön. Das ist nicht mehr schön. Die Hälfte meiner Mannschaft liegt im Bett und ist kaputt. Wahrscheinlich dreimal die Hälfte kann bald nicht mehr sehen. Dann die andere Hälfte kann bald nicht mehr laufen. Mein Gott. Okay, Elena geht's Gott sei Dank wieder gut. Narbe, rechtes Auge, ja. Das ist not so prickelnd. Hol mal dein Ding wieder, komm. So, wenigstens haben wir ein paar Hirsche bekommen. Aber das zu welchem Preis, ne? Besuchergruppe. Oh, die handeln, das ist gut. Ich hoffe, die haben Bauteile und Medizin, weil Medizin würde ich sofort kaufen, jetzt egal zu welchem Preis. So, wir gehen mal kurz handeln hier. Wir könnten Wargfleisch kaufen. Nein, macht keinen Sinn. Wir könnten Milch verkaufen. Macht auch nicht viel Sinn. Wir können gar nichts von denen kaufen, ja. Ist doch scheiße. Dreck. Blöd. Blöd, 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 blöd. Wo ist schon wieder Behandlung? Larry. Ja, ja, das ist, Der kann sich leider schlecht selber behandeln. Echt übel. Ich muss sie doch mal gerade zwingen, da sich hinzulegen. So, bei ihm geht's, glaube ich, nicht mehr anders. Wir müssten echt irgendwann mal probieren, Operationen anzulegen für das Auge, aber das würde ich nur mit Speichern machen, ganz ehrlich. Ich hätte keine Lust, dass mir wegen sowas einer abkratzt. Das wäre mir zu blöd. Okay, wir haben ein neues Muffalo. Sehr gut. Okay, Gil verarztet hier ein bisschen. Das ist sehr schön. Was tut er sonst? Wird von Lachse benutzt. Behandle erstmal den, dann kannst du was futtern gehen hier. Schiff Antimaterieantrieb. Okay, krass. Dann, die Frage ist, wie können wir uns ein Raumschiff eigentlich basteln? Das ist eine sehr gute Frage, glaube ich, oder? Energiewaffen, mehr auf dem Schiff. Ach, dieses das Raumschiff, okay. Okay, das heißt, dann erforschen wir das doch noch. Hunger... Lachse braucht, ja, ist, deswegen liegt er ja auch hier, meine Fresse. Okay, da kommt der Nerz. Der Nerz kommt vorbei, mit dem handeln wir gleich mal noch. So, wir müssen langsam so gucken, dass wir hier die mal alle verarzen, Stück für Stück. So, die Mahlzeiten hat bisher auch noch keiner hier rausgetragen, weil, ja, wozu auch. Ist... zu viel Arbeit und wir kommen gerade auch zu nichts, weil alle kaputt sind. Ach so, die habe ich hier noch gar nicht ausgemacht. Deswegen Hitzewelle, na klasse. Das ist natürlich spitze. Da freue ich mich doch wieder, wenn es hier drin gleich irgendwie wieder 80 Trilliarden Grad hat. So, 21. Wir müssen echt unbedingt schnell runterschrauben. 21. Wir lassen das jetzt alles auf 21. Nein, hier nicht. So. So. Da unten ist völlig Bums. Hier. Zack. Hier drin haben wir... Ist auch viel zu viel gerade hier. Zack. Und hier drin müssen wir gucken, dass sich das hält. Ja, ich mache da vorsorglich lieber schon mal minus 50. Ja, ich habe da keine Lust wieder drauf.
Warte, wir haben draußen 38 Grad, ey. Boah. Also ein bisschen happig. Ich hoffe, das wird nicht so schlimm wieder. Kackhitze hier. Ja.